Welches Buch liest du gerade? Ich schaue gerade darüber, weil da ein Buch liegt, was ich angefangen habe, aber nicht mehr weitergelesen habe. Und zwar ist das die Kunst des Schlussmachens oder so. Habe ich jetzt auch nicht weitergelesen und auf meinem Kindle lese ich derzeit 50 Shades of Grey, immer noch den zweiten Teil. Ich komme eigentlich jetzt gar nicht mehr dazu, weil ich eigentlich ja, die ganze Zeit in der Uni war und dann zu Hause halt für die Uni was lese. Und ja, ich sollte auf jeden Fall wieder mehr lesen. Wo ist dein Lieblingsplatz in Dresden? In Dresden gibt es so viele unwahrscheinlich schöne Ecken. Im Sommer, also an einem Sommerabend, bin ich am liebsten an der Gegend von der Frauenkirche, weil da einfach unheimlich viel los ist. Also Touristen natürlich. Aber es ist einfach so schön, wenn da gesungen wird, wenn da. Also die Musikhochschule hier in Dresden und die Studenten dort kommen dann mit ihrem Flügel da hingefahren und spielen das Klavier. Wunderschön, dazu wird gesungen und mit Geigen gespielt. Das ist einfach eine so tolle Stimmung. Ja, ansonsten bin ich super gerne in der Elbe natürlich, beim großen Garten und ja, in der Altstadt im Allgemeinen, bei Bezwinger und so dort. Irgendwie finde ich, wir Dresdner sind dort viel zu selten. Also man sagt immer, also ja, es ist schon wie so ein kleines Paris. Genau. Welches Lied hörst du zurzeit am liebsten? Ich bin jemand, der hört nicht viel Musik. Bei mir laufen, wenn dann YouTube-Videos oder es ist ruhig, weil ich halt was für die Uni mache oder eben früher für die Schule oder ich schreibe irgendwas und dann brauche ich oder ich kann da keine Musik hören, beziehungsweise schalte ich die dann eh aus in meinem Kopf. Also brauche ich sie auch gar nicht erst anzumachen. Und ja, sonst bin ich halt immer mit irgendwie Leuten unterwegs. Da höre ich dann auch keine Musik natürlich. Ja, ich bin eben einfach nicht so der Musikhörer. Sicherlich für viele unverständlich. Ja, aber wenn mir ein Lied gefällt, dann höre ich es in Dauerschleife irgendwie. Und das ist momentan, oder war, das letzte war Hero von Family of the Year. Und ich finde vor allem die Message aus diesem Song einfach großartig. Und ja, ihr solltet unbedingt mal reinhören, wenn ihr den Song noch nicht kennt. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ja, so eine typische Frage irgendwie wieder. In 10 Jahren bin ich 29. Also ganz sicher ist, ich will da auf jeden Fall schon mindestens ein Kind haben. Ich will meine Kinder nicht so spät bekommen, also schon mit 20 auf jeden Fall will ich Mama sein. Und ich möchte natürlich mein Studium abgeschlossen haben und besten Fall schon eine Stelle, einen Job bekommen haben. Und ich würde gerne in einer großen Stadt wohnen. In welcher weiß ich irgendwie noch nicht. Also Berlin, also meine Liebe zu Berlin ist irgendwie so ein bisschen verblasst, muss ich sagen. Vielleicht muss ich einfach mal wieder hinfahren. Hamburg finde ich toll, aber Hamburg ist mir irgendwie zu hart und zu kalt. Weiß nicht. Also wenn ich da bin, fühle ich mich unheimlich wohl, aber ich weiß nicht so genau, ob ich da hinpasse oder ob wir zusammenpassen, Hamburg und ich. Aber ich denke, ich werde schon eine schöne Stadt für mich und meine Familie dann halt finden. Ja, und dann möchte ich dann halt in einer großen Wohnung wohnen. Oder in einer Wohnung eben und nicht in einem Haus. Ja. Und ich möchte einfach glücklich sein und eben wieder ein bisschen näher oder dass eben meine ganze Familie wieder ein bisschen näher beieinander wohnt. Ja, wo meine Mutter wieder in der Nähe wohnt. Genau. Die Frage finde ich cool. Wenn du eine Eigenschaft, einen Schuh und einen Liebhaber von Sex and City Carrie haben könntest, welcher wäre es? Einen Schuh. Aus dem Film würde mir sofort dieser Schuh einfallen, den sie da in dem begehbaren Kleiderschrank stehen lässt, natürlich. Aber irgendwie wäre das jetzt zu Mainstream, glaube ich. Welcher Schuh?
die Schuhe, die ihr geklaut werden. In der einen Folge werden ihr Manolo Blahniks, glaube ich, geklaut. Und zwar nicht auf der Party, auf dieser Geburtstagsparty oder Babyparty oder was das ist, sondern da, wo es durch die Straßen läuft und die Schuhe diesen Banditen oder Dieb oder was auch immer geben muss. Die Folge habe ich ewig nicht gesehen, aber die Schuhe waren der Knaller. Ja, und ein Liebhaber, der muss auf keinen Fall, Burger auf keinen Fall, Aiden auf keinen Fall. ihr merkt schon, ich bin Team Big. Also ja, Mr. Big. Aber ich habe schon meinen Mr. Big. Also, ja. Aber Carrie und Big ist einfach so. Also wer Team Aiden ist, bitte nicht. Und welche Eigenschaft, also ich weiß nicht, ob man das jetzt als Eigenschaft zählen kann, obwohl doch eigentlich schon. Also einfach diese Freundschaft zwischen den vier Frauen, einfach wie ehrlich, wie liebevoll und respektvoll diese vier Frauen miteinander umgehen und einfach, dass sie sich nicht aus den Augen verlieren. Ja, dass eben trotz der Entfernung dann letzten Endes, wenn sie auseinanderziehen, dass sie sich nicht vergessen und eben immer voneinander da sind. Und das finde ich einfach bewundernswert. Bist du mit deinem Leben so, wie es gerade ist, zufrieden? Im Allgemeinen ja. Also, ja, ich bin zufrieden, doch, ja. Auch wenn ich gestern noch einen recht, sagen wir mal, melancholischen Post verfasst habe, aber ich habe eigentlich wirklich keinen Grund, traurig zu sein oder negativ eingestellt zu sein. Ich habe tolle Freunde, ich habe einen tollen Freund, ich habe eine super Familie und ich habe jetzt einen Studienplatz. Und jetzt liegt es halt irgendwie an mir, dass ich aus der ganzen Sache was mache. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und es sind zwar so kleine Dinge, aber die machen mich einfach glücklich. Und die machen, dass mein Leben oder dass ich mein Leben mag. Das ist einfach dieser wunderschöne Herbst, den wir dieses Jahr haben. Oder einfach, dass ich mir gewisse Dinge leisten kann, wie eben die Hunter Boots. Dass ich mit dem Blog, dass das alles so gut läuft. Ja, ich bin einfach wirklich froh und glücklich momentan. Und ich denke, das sollte ich mir auch öfter vor Augen lassen, denn vor Augen führen, nicht vor Augen lassen, vor Augen führen. Denn ja, vor allem schreiben. Ich schreibe ja sehr viel, wie ihr wisst. Und meistens sind meine Texte unheimlich traurig und unheimlich melancholisch. Vor allem früher, wisst ihr ja vielleicht, einige von euch, die mich schon länger verfolgen, ja, ich kann mich, also ich kann Traurigkeit im Allgemeinen viel besser ausdrücken, glaube ich. Und deswegen, oder das sollte ich halt irgendwie mal ändern. Weil es ist doch viel schöner, als über Glück zu schreiben und dieses Glück mit euch zu teilen. Ja, und daran arbeite ich eben jetzt. Stell dir vor, du wärst ein Mann. Auf welche Hollywood-Schauspielerin würdest du abfahren? Oder sagen wir mal, Schauspielerin allgemein. Und dafür muss ich auch überhaupt kein Mann sein, denn meine liebste deutsche Schauspielerin ist Caroline Herfurth. Schon immer. Und ich finde sie einfach wahnsinnig toll und beeindruckend als Schauspielerin. Welche Schauspielerin finde ich noch toll? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Oh nein. Die Rose spielt in Titanic und die dann auch Kate Winslet. Ja, Kate Winslet. Scarlett Johansson finde ich auch super. Ja. Ja, die finde ich heiß. Momentan, okay. Hast du eine Lederjacke? Wenn ja, kannst du mal deine Lieblinge zeigen. Ja, ich habe eine Lederjacke. Die habt ihr auch, glaube ich, schon relativ oft auf dem Blog gesehen. Ich kann euch mal einen Blogpost dazu verlinken. Wenn du eine Rittersportschokolade wärst, welche?
Auf jeden Fall irgendwas mit Nüssen. Grüne Früchte. Nussschokolade. Ich glaube einfach Nussschokolade. Haselnuss. Mit Keks noch drin. Schokolade. Ich mag eigentlich gar nicht so sehr Schokolade. Schokolade, aber wenn, dann richtig. Deine Lieblingsbücher Platz 1 bis 5. Platz 1 geht an Unser letzter Sommer. Ich gucke hier hoch, weil hier meine, also ich habe im obersten Regal meine Lieblingsbücher stehen. Unser letzter Sommer, genau. Platz 2 geht auf jeden Fall an die Trepanen-Trilogie. Das sind dann eigentlich halt schon 3 Bücher. Das wäre dann Platz 2, 3 und 4. Aber Platz 2, Trepanen-Trilogie. Dann mag ich unheimlich gern Margus Spuren von John Green. Und ich mag es sogar mehr als Eine wie Alaska. Weil alle schwärmen immer von Eine wie Alaska und man sagt, das ist John Greens bestes Buch. Weil ich finde Margus Spuren wirklich um einiges besser noch. Und dann unheimlich gut ist noch nichts. War ja auch in den Medien sehr viel. Und Libellensommer von Antje Barben der Erde. Ja, ihr wisst schon. Ich liebe ihre Bücher und vor allem Libellensommer finde ich am tollsten. Okay, ihr Lieben, ich kriege jetzt ein paar SMS und ich denke, ich habe unheimlich viele Fragen beantwortet. Jetzt ist das hoffentlich besser, da man das Fokussiergeräusch nicht mehr hört, da meine Kamera nicht mehr ständig fokussiert. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Videovorschläge, Videowünsche habt, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim Essen. Wenn ihr Videowünsche, Vorschläge oder irgendwas, falls ihr Videovorschläge oder Wünsche habt, dann schreibt mir die doch gerne in die Kommentare. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin könnt ihr auch auf meinem Blog vorbeischauen. Ciao!